Fast 60 Jahre lang wurde das Ländle vom bösen schwarzen Mann terrorisiert. Doch da taucht ein geheimnisvoller Superheld im hautengen grünen Latexanzug auf. Kretschmann. Mit seinem pedalkraftbetriebenen Kretschmobil macht er Jagd auf furchterregende Monster. Als erstes hau ich die Atomriesen platt mit dem Windrädle. Und der ganze Atommüll kommt dann in Einmachgläser und wandert bei mir in den Keller. Problem gelöst. Doch beim Kampf gegen die Autoriesen. Mein Schlachtruf lautet, weniger Autos sind natürlich besser als mehr. Oder andersherum, mehr natürliche Autos sind weniger besser. Oder halt doch noch einmal andersherum. Das lasse mir derzeit prüfen. Stellt Kretschmann fest, dass er nicht allein regiert. Der Heiligsblechle Haldemund Kretschmann, diese Landesregierung hat Benzin im Blut. Ach, mein dabbischer Juniorpartner Nils, den hatte ich ja völlig vergessen. Demnächst nur hier Kretschmann und Red Boy, die Pannenserie. Ja, und über Stuttgart 21 haben wir übrigens auch noch ein Wörtle mitzureden, Kretschmann. So, das machst du mal bitte da den Reißverschluss auf, da vorne. Sag mal, spinnst du, Red Boy? Dieser Latexanzug ist doch viel zu klein für uns zwei. Ha, da muss ich mir jetzt aber schon mit neuen Schlupfen lassen. Das ist fein üblich in so einer Koalition. Kommt überhaupt nicht in die Jute-Tasche. Der Anzug ist grün. Ah, hey. Ah. Ihm sofort den dürre Käsefuß da wieder raus. Der ist ja kalt. Aber du hättest mir ja auch einen schönen roten Brustbeutel näher können. Komm, jetzt mach den nicht so breit in dem scheiß Latex-Teil da. Vorsicht, Dreckboy, wir fallen um. Boah, jetzt hat sie uns aber ganz schön auf die Fresse gelegt, Kretschmann, gell? Das ist halt, wie wir es angekündigt hätten. Ha? Politik auf Augenhöhe mit dem Bürger. Kretschmann und Red Boy. Geil. Die Pannenserie.